Stimmt, habt ihr schon von der Geschichte mit Wurzel gehört? Das ist auch so Story, gell? Ich war nämlich auch dabei gewesen. Ja, das ist weggegangen. Helle! Mir hast du dein Gesetz, verdammt. Ich geh runter, er macht's ja nix da. Ja, hey, du. Ja. Hey. Also, ich will euch mal eins sagen. In den frühen 70er, ja? Bin ich hierher gekommen, ja? Hier erst nach Sackstadt, oder? Vorher hier in Timbuktu, hier ist im Wald war mir stationiert, sag ich. Aber auf jeden Fall, früh 70er bin ich hergekommen. Ich hab alles kennengelernt hier. Ich hab gedacht, gaude Bub, aber was ich sag dir, was ich hier erlebt habe auf dem Hof hier. Nein, halt, wir sind doch in der Schulzeit schon Freunde gewesen. Das stimmt ja, scheiße. Hallo, ich habe die Auto, die Bahn. Ich will die Pizzeria von die Toni. Schwatzt du in Sackstadt, die Unwesen treiben? Den Asylanderheim oder was? Nein, den vom Asylanderheim. Ich hab gehört, die Wäsche waschen mit kein Woll, waschen die Sachen mit in den Backfuß. Deshalb ist die Insel dreckig. Und deswegen, es hat ja gewiesen, ich hätte jetzt fast Trinkwasserqualität, ne? Ja? Aber was soll ich mir abgezapft? Ich hab die Insel. Warte mal, was anderes. Warum sagt denn ihr Kinsisch? Ja, stimmt, ich weiß. Dürft ihr gar nicht. Zu spät. Sag mal, was ist da denn los? Was macht ihr blöde Simpel mit meinem Schrank? Ich hab gesagt, abbauen! Kerl, wie sieht's denn hier aus? Die Leute schon sau schnell und schnell, Mensch! Udo! Hat ich mir mit Grillen auf dich was doch. Und du auf mich? Was habt ihr mit meinem Lieblingsessen gemacht, der Hunde? Ich wollte ein bisschen schwarz. Ah ja, ein bisschen schwarz. Schwarz brennt. Hey. Kerl, Mensch. Junge, lass mal weg. Nichts Hase. Gaut Fleisch, gaut hässlich Fleisch, hey. Machst du eigentlich nicht gehört von den ganzen da, die in Sackstadt da jetzt ihr Unwesen treiben? Die sind nicht in Sackstadt. Die nicht. Oh, hey, Kerl! Oh, Mann! Scheißdreck! Das ist doch gar Handwerk nicht! Mit Handwerkern ist doch gar nichts mehr zu tun hier! Heimwerkerei! Scheißdreck! Ich reg mich nur noch auf hier! Ich könnte ausrasten hier bei dem Scheißdreck, verdammt noch mal! Hey, was? Jetzt? Eine Toni! Natürlich! Der Genmanipulierte! Harry! Riesenkolbe, Kerl! Da steht noch genug Bier rum. Kannst du ruhig noch eins nehmen. Das ist doch eh mein Bier. Willst du mich verarschen jetzt? Harry, ich will nur freundlich sein. Günther gibt dir eins. Möchtest du da ruf? Der Günther trinkt erstmal Sand. Mach, Günther, komm. Stoß wieder mal so an. Auf die gute alte Kesselfrikett-Seite. Ah, Kerle. Ich sag dir, eines Tages kommt noch einer vorbei. Der will ein Interview von uns. Und das sagst du dir. Dann wär mir reich, mein Freund. Reich und berühmt, wie der Harry. Auf dich, Harry. Na, von den Fickfilmen dreh ich nach. Kannst du ja sagen. Na, also. Die Helga B. ist mit mir. Ja. Das soll ein Rüdiger von mir denken. Mensch, der soll mal ein Akademiker werden. Im Moment mit der rohrreinischen Lehre, da eh ein Scheiß weg. Ich meine, das ist 37 Jahre alt und wohnt immer noch da. Aber jung hat er sich gehalten. Jung hat er sich. Noch. Warum ist er 8.30? Wenn man überlegt, wie du mit 37 ausgesehen hast, ey. Na, ein junger Bosch. Wenn ich noch sagen will. Hell. Da sind Knorpel drin. Kerle. Sag mal. Kannst du nicht fressen, denk doch mal an die Kinder in Afrika. Eben hatten wir es noch von den Nische. Die hätte den Knorpel fressen hier. Natürlich. Was aber ich glaube, du. Hätte es schmecken lassen. Die Kirche hättest du nur bis der Kaut extra 10 mehr gekriegt. Wollen wir machen müssen, ey. Wollen wir. Die Gaut Rippsche, ey, vom Harry. Gaut Rippsche schon schwarz gebrennt hier. Ich bin in der Wald nicht aufpassen. Ah ja, Kerl, du weißt doch, wie es ist. Ja, weißt du, wenn die Flamme aus dem Grill schlagen, dann musst du aufpassen. Natürlich. Ging nicht, Anne. Stopp. So, ihr zwei Simpel, ihr baut jetzt Schrank auseinander. Und ich gehe in die Forelle, bis sie würfeln.